Ich merke gerade, dass eigentlich eine ziemlich. Sorry. Nee, ne. Ich weiß schon, was ich hier wahrscheinlich machen werden müsse. Werde. Vielleicht. Was denn? Wirst du schon sehen. Oh nein, ich hab Angst. Erstmal brauche ich einen Plan. So, Boris ist meins. Ach ja, ich habe mir das russische phonetische Alphabet mal angeguckt. Es gibt kein Wladimir. Was? Es gibt kein Wladimir. Was? Und das lässt Putin zu? Ja. Das ist ja erstaunlich. Das geht ja mal gar nicht. Ja. Also wirklich. Ach, da drüben kann man auch. Oh, okay. Es ist schön, nur Autos zu haben. Kann man schon schnell damit rumfahren. Ah ja, irgendwas verstehe ich nicht. Warum hat der tschechische Aufklärungs-BMP eine Rakete und der polnische nicht? Und die kosten alle beide gleich. Nicht sehr gut balanciert, würde ich sagen. Und der tschechische ist um 3 Kilometer pro Stunde amphibisch schneller. Und der tschechische ist eben der mit der Rakete. Seltsam, seltsam. Was mache ich denn mit all den Punkten? Ah, natürlich, das sollte ich tatsächlich. Okay, jetzt habe ich wieder so einen Blob. Nicht gut. Ah, wenigstens kann ich meine altbewährte Taktik benutzen. Und die wäre. Sag ich doch nicht. Oh. Okay, das ist lustig. Du weißt ja, die britische Infanterie besteht zu 90% aus Schocktruppen. Ich habe ausgerechnet nur die regulären und die DDR-Truppen sind Schocktruppen. Also genau umgekehrt. So, ich bin bereit. Du auch. Ja, ich auch. Situation ohne Kontrolle.
Was? Was ist? Nix. Ach du Scheiße, was? Du siehst irgendwas, was ich nicht sehe. Nö, ich sehe überhaupt nichts. Nein. Geh weg. Komm schon, stirb. Nein. Nein! Ah! Jawohl. Fluchter Mist. Okay, damit hast du mir Plan 1 schon mal vermurkst. Das ist aber alles nicht so schlimm. Weil ich habe ja noch Plan B. Ich habe meinen Aufkleber vergessen. Hau ab mit deinem scheiß Flieger. Oh, schon wieder so ein Blob hier. Es ploppt sich immer so zusammen. Tschüss. Wie viele verfluchte Flaks hast du noch? Wer weiß, wer weiß. Nein, verpiss dich, Scheiße! Was? Sind mir fast zwei mit einem Flieger zerstört. Ja, oder ich hab fast meinen Flieger zerstört, das ist viel schlimmer. Nein, beweg dich doch nicht, du scheiß UAZ. Mann. Mein UAZ hat sich einfach so bewegt. Das geht doch gar nicht. Wo ist denn mein Command-Vehicle? Oh! Mhm. Willst du das wirklich machen? Bin hier in Überzahl, ne? Gott, wohin fliegst du mit denen? Ich mag das gar nicht. Ich schon. Naja, dafür siehst du nicht, was ich hier gerade mache. Sicher? Mhm. Sehr sicher. Autsch. Oh crap. Mr. Amos.
Okay, oh, das war nicht so schlau. Das ist schlecht. Du mit deinem scheiß Antiradar. Scheiße. Du mit deinem scheiß Antiradar. Oh, scheiße. Zu früh gefreut. Okay, wo bist du mit deinen Helikoptern jetzt entlang? Achso, da. Ja, ich habe ja auch Artillerie. Stimmt. Das ist ja mein. Oh, das ist wohl mein. Ich weiß schon, was du vorhast. Hundert. Das war ein Kommandofahrzeug, das hatte ich unabsichtlich mit hinten geschickt. Eigentlich hatte ich was mit denen ganz anderes vor. Gib doch! Na komm, feuert. Geht doch. Ruckzug. Ups. Kannst du mir mal kurz sagen, was du da unten alles abgeladen hast? Es sind eine, zwei Einheiten. Was haben wir denn da? Huch. Aha. So weiß ich, wo du bist. Und tschüss. Nein, 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 nein. Weg, fahr weg, hau ab. Oh nein! Scheiße, das war wichtig. Da ist mir ein paar Panzer zerstört. Oh Scheiße, du hast mir ein Kommandofahrzeug zerstört. Es ist wieder ziemlich ausgeglichen gerade. So langsam sollte sie die Flak doch ausgehen. Oh.
muss die. Da. Oh, jetzt bist du am Ende. Oder auch nicht. Das sind Wikinger, mein Junge! Mann, warum hat er keine Bomben abgeworfen? Oh, da vorne sollte ich mal Logistik hinschicken. Was du alles brauchst, um die zwei Einheiten gleich zu kriegen, ist schon lustig. Ich plane darauf, ich bin später auch noch zu kurz. Hau doch ab mit deinen scheiß Defendern. Ich hab die Dinger noch nie so nützlich gesehen. Hast du sie da oben endlich mal klein gekriegt? Er braucht einen fucking Flieger! Was können denn da irgendwie nicht hinschießen? Sind das Clusterbomben oder normale Bomben? Mann! Ach, ich find's lustig. Ja, jetzt kreist du hier rum. Du Angeber. So, Napalm hat's endlich gemacht. Du hast wirklich Napalm gebraucht? Oh man. Oh shit. Tja. Das hat mir gerade ein bisschen meinen Plan versemmelt, aber gut. Nichts, was sich nicht mit ein bisschen Artillerie lösen lässt. Oder Tow Defendern. Ach. Fuck. Wo ist er da? Oh, meine Aufklärungseinheiten, das ist schlecht. Scheiße!
Oh nein! Ah, fuck. Nein! Ah, scheiße. Ich hab dazu gelernt. Ja, ich merk's. Lass dich mir keine. Geschütze mehr abschießen. Ich kann's mir auch teilweise nicht mehr leisten. Gut zu wissen. Hätte ich wohl nicht sagen sollen. Ja, wo habe ich denn meine Artillerie? Da habe ich die. Ich habe die noch gar nicht benutzt. Sollte man mal benutzen. Ah. Komm aus der Reichweite. Guck mal, meine Taktik funktioniert. Das einzige Problem ist, dass es Zerstörung ist. Nein! Hau ab mit deiner Anti. Wir haben auch, meine Helikopter haben auch genug davon. Warum fährt ihr hier entlang? Idioten. Was sind die Tower Defender da? Ach, da sind ja auch schon welche. Das ist mein Wald. Das ist mein Sumpf. Explodieren die Dinger jetzt vielleicht mal? Na, geht doch. Okay, jetzt wird's langsam kritisch. Wie viele verfluchte Panzer sind das noch? Ja, ist ein Panzerbataillon. Was denkst du? Ein Warschauer Pakt? Das gibt extra Panzer. Boah. Oh, shit. Hä? Och nein! Okay, du lässt hier deine Flieger nicht mehr, deine Art. Deine. Ja, ich hab, glaube ich, gerade verloren. In diesem Panzeransturm kann ich gerade nicht mehr viel unternehmen. Und der T-72. Naja, außer mit Flak deine Panzer abschießen. Oh, deine Automatik, nein! Scheiße! Nein! Die sind nicht mal Flugzeuge, also wirklich. Was soll das? Ach du Scheiße. Das wird ja noch interessant. Nein, wird's nicht.
Ja, du wirst überrollt. Niemals! Ich hab doch nicht abgeschossen. Ich dachte, ich hätte ihn verloren. Aufgeben! Es wird nicht aufgegeben. Hab ich auch nicht gesagt. Ich dachte, das würde mir weitaus mehr kosten. Diese Offensive. Huch, was macht denn dein Bell da? Ach, das macht er da. Der wollte. Ach, Mann. Das war ein schöner Hinterhalt. Auch wenn er vielleicht nicht gewollt war. Nein. Ah, ich dachte schon, das wäre eine Bombe. Ich habe noch mehr Panzer. Ich aber nicht. Oh mein Gott, wie viel ist denn das? Das kommt davon, wenn man alle Sektoren auf der Karte hat. Scheiße. Weißt du was? Ja, ich krieg fast ein paar super teure. Keine Punkte mehr. Wahrscheinlich verliere ich jetzt deswegen. Nee, ich müsste dir noch 2000 Punkte Schaden anrichten. Was? Nein, also Panzerklauen tue ich noch nicht. Noch. Das war ein schöner Panzer. Ja, ist vorbei. Ja. Oh, da ist eine Luftabwehr. Mal guck mal, was ich da sehe. Nein! Okay, das war's. Oh, das hat sich jetzt gut angefühlt. Wow, ich habe sogar weniger verloren, als ich gewonnen habe. Minor Victory. Oh, wo kamen all diese Panzer her? Ich hatte die noch auf Lager. Oh, Mann. Das war ein Panzerbataillon. Die TM 55 spiele ich immer am Anfang, möchte ich jetzt hier sagen. Ja. Zum Schluss habe ich jetzt eben noch wie hießen die? PT-91 gespielt. Aber du hast dich in dem Spiel so schnell gelehrt, dass du halt, dadurch, dass ich da nicht mehr mit der Luftwaffe reinkam. Du hast das so schnell mit der Luftwaffe daher kapiert. Ja, man muss. Und ich hab's nicht kapiert, dass du es kapiert hast. Wenn man etwas zerstört haben möchte, dann macht man das an. Fertig. Ja, im Grunde genommen schon. Anstatt jetzt extra dahin zu laufen, dann zu gucken, zu sehen, wie es gerade von der Rakete erfasst wird. Eines verstehe ich nicht. Was soll dieses Experience Acquired sein? Bei was? Bei der Liste. Beim Resultat, ganz unten. Das vorletzte. Habe ich jetzt dadurch Erfahrung bekommen für diese Einheiten? Weil ich meine, ich hätte. Das wäre ein bisschen unfair. Unter anderem.
sehe da nichts, ich sehe nur Befehlspunkte. Ja, Befehlspunkte da drüber. Da habe ich Verluste. Oh, dann. Achso, wahrscheinlich ist das nur für den Gewinner. Ah, okay. Ich habe hier einen Panzer, der heißt Niemce im Polnischen. Du weißt, was das heißt? Nein. Deutsch. Also Deutschland. Wurde von deinem schwedischen STRV 121 zerstört. Skorvus. Der hat ziemlich viele Einheiten von mir zerstört. Ah, ich glaube. Ah, das war der an der Front. Ich hab fast alles am T-72er verloren. Ja, aber unterschiedliche T-72. Ja, aber oh, fast nichts an den T-55. Die habe ich nur abgeschossen. Die haben insgesamt nur 3, 4, 5, 6, 7 Einheiten also, zerstört. Meine Einheit mit den meisten Kills ist. Warte, muss ich jetzt durchzählen, weil ich habe hier mehrere. Ja, der, was das der STRLV 121 ist? Okay, es ist der T-72MI Jaguar Niemce. Ja, genau, an den habe ich die meisten verloren. Aber willst du wissen, was der Strittwagen 121 ist? Ja. Das ist ein Leopard 2A4. Super. Aber der hat mir auch nicht viel gebracht. Okay, er hat 1, 2, 3, 4 T-72, 5 T-72 abgeschossen. Okay, bei mir hat mein T-72 Jaguar den STRV 104 HKP. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das alles ist. STRV 104 ist irgendein alter Centurion. STRF 9040, eine Bell. Okay, ein Helikopter. Das ist ein Schützenpanzer. Und nochmal ein STRV 104, ein M113 und ein HKP 4C. Warte mal, welcher Panzer hat denn die meisten Panzer zerstört? Meine Artillerie hat mit die meisten Panzer zerstört. Ja. Ich habe ganz vergessen, dass ich überhaupt eine Artillerie habe. Und meine Flak hat einen T-72 zerstört. Ich liebe dieses Teil. Also meine Tunguska hat einen F-435 und einen F-5A-Puff zerstört. Diese Fallschirmjäger haben einfach nur massakriert. Ja, deine Fallschirmjäger, ich hasse deine. Die sind so overpowered. Das ist so unglaublich, die Typen. Meine SU-25 hat zwei von deinen zerstört. Meine motorisierten Schützen haben einen von, davon zerstört. Ich, nein. Das war schlecht von mir. Ja, meine F-16 hat ja auch nicht mal so viele zerschossen an T-72, nur so 6 oder 7. Das macht dir ja nichts aus. Oh Mann. Command Points 74%. Hm. 25. Ja, gut. Ja, okay. Das war ein nettes Spiel. Ja. Und ich hab's mal aufgenommen, weil ich fand das auch immer ein bisschen unfair.